Hey Ned, hast du nicht ziemlich viele 530 daheim? Ja, hab ich. Wie oft hast du die angezogen? Darüber reden wir jetzt nicht, darüber reden wir jetzt später. Erstmal, komm mal her, Junge. Hier, ich hab einen neuen 535 gekauft. Warum? Weil er schön ausschaut. Wollen wir ihn mal auspacken? Ja, schauen wir uns an. Da ist er schon. Der 530. Und ihr seht schon, ich habe ihn ja in weiß und ich habe ihn einmal noch in weiß mit Farbakzenten. Und ich habe sie eigentlich, jetzt muss ich doch raushauen, früher raushauen. Ich habe sie noch nicht einmal draußen angehabt. Woran lag das denn? Warum habe ich die nicht angehabt? Ich zeige euch das Ganze mal hier. Warum habe ich die nicht angehabt? Oder die angehabt? Ich habe ja zwei davon von den 530er. Für mich eine der schönsten Silhouetten bei New Balance, die 530er. Ja, es sind so diese Steve Jobs-Vibes, ne? Muss man einfach so ein bisschen sagen, aber mit einem moderneren Touch. Ich habe sie halt nie angezogen, wir hatten so ein bisschen die Krise, alles drum und dran. Ich war sowieso allgemein sehr wenig draußen unterwegs. Das gilt jetzt nicht nur für die New Balance, sondern für viele, 99% meiner Sneaker. Ich habe gefühlt 3 Sneaker über die letzten 12 Monate angehabt. Und das waren halt die Schuhe, die ich immer ins Büro reinziehe, ins Büro fahren, anziehe und wieder nach Hause gehe. Und dann sind mir dann solche Schuhe immer zu schade. Vielleicht erwischt ihr euch auch immer daran, dass ihr in den Schuhschrank geht und sagt, oh, die ziehe ich heute nicht an, die sind mir zu schade dafür. Und das war halt das Thema bei mir. Warum kaufe ich mir trotzdem den nächsten? Ich bin fest davon überzeugt, diese Schuhe, ich will sie jetzt nicht sammeln und dann später mal für viel Geld verkaufen. Nein, ich will sie alle zu Tode rocken, bis sie kaputt sind. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass ich die in Zukunft immer mehr tragen werde und deswegen habe ich mir auch dieses Schwarz-Silber-Weiß-Colorway geholt. Und wir werfen jetzt einen dezenten Blick drauf, Freunde. Seid ihr bereit? Ich zeige euch mal die Silhouette, die ist uns ja schon geläufig. Ihr seht schon, wir haben diese Silberelemente, wir haben jetzt diese schwarzen Elemente, zum Beispiel um die Logo-Box, um das N von New Balance. Dann haben wir hier vorne die Toe-Box, die sehr schnittig geschnitten ist, Freunde, sehr nice. Seht ihr das? Sehr, sehr, sehr sportlich, das Silber vorne mit dran. Und dann haben wir natürlich die Innenseite auch im ähnlichen Stil. Die Außensohle greift zur Mittelsohle und sieht so entsprechend aus. Und auch wenn man das natürlich beim Laufen nicht sieht, sehr, sehr nice. Wir haben hier eine Vertiefung und daran erkennen wir auch noch mal ein bisschen so die Mittelsohle, die das Ganze ein bisschen weicher machen soll, das Blau, was sehr bequem ist. Sind die Schuhe bequem? Auf jeden Fall. Wie schaut es mit der Silhouette aus? Sind sie jetzt als Daily Beater für uns geeignet? Das heißt günstig, oft verfügbar und einfach sehr gut für den Alltag geeignet. Sehr gut für den Alltag geeignet, hundertprozentig. Der Schuh wiegt nicht viel, hat einen Touch bzw. einen Flair, den er dir gibt, den du nicht von vielen Schuhen bekommst. Wenn du einen Air Force One trägst, dann trägst du halt einen Air Force One, ist für die Leute nichts mehr Interessantes. Wenn du diesen Schuh mit einem recht nicht aufwendigen Outfit, einem schönen, vielleicht minimalistischen Outfit trägst, gibt dieser Schuh dem Ganzen einen Glanz. Und das ist immer noch tatsächlich bei New Balance Schuhen immer noch so dieser Moment, dass die Leute eher hingucken als bei einem Nike oder Adidas Schuh. Und das bekommt man halt auch bei diesem Schuh. Silhouette ist eher schmal, das heißt für längere Füße, ich habe jetzt 44 oder habe ich hier 44,5, glaube ich so. Ich schwenke ja immer zwischen 44, 44,5, je nach Schuhmodell und muss sagen, finde ich, sieht gut aus. Man kann ihn nicht mit allen Hosen tragen, aber man kann ihn mit unglaublich vielen Hosen tragen. Und ich würde eher, ja, für Leute, die eine eher schmalere Statur haben, ist dieser Schuh wie geboren dafür. Preislich als Daily Beater geeignet, hundertprozentig. In einem sehr guten Preissegment, wo sich andere Marken von Qualität auf dem Preissegment was abschneiden könnten. Und das ist halt auch, muss man jetzt erwähnen, New Balance. Qualität all over, was ich an Schuhen von denen habe, stimmt von vorne bis hinten jedes Detail. Keine Klebereste, wie man es gerne bei Nike Dunk sieht. Keine teilweise Schuhe, die schnell kaputt gehen, wie es bei Adidas manchmal der Fall ist. Ich bin von New Balance ein sehr überzeugter Fan. Ich trage sie noch viel zu wenig und ich werde in Zukunft das ganze Thema immer mehr aufgreifen. Und es hat sich mittlerweile zu einer meiner Top-Marken entwickelt, was Schuhe angeht, weil sie wirklich einen unfassbar nicen Job machen. Und die Silhouette, der Look und ja, Colorway müssen wir jetzt auch noch mal kurz drüber sprechen, ist eine Sache. Es ist vielleicht ein schwieriges Colorway und ich weiß auch von vornherein, das wird nicht jedem von euch gefallen, was auch völlig legitim ist. Aber ich sehe, wenn ich einen Schuh kaufe, stelle ich mir immer in diesem Moment die Frage, mit was kann ich das anziehen aus meinem Kleiderschrank? Und ich erwische mich so oft dabei, dass ich extrem viele beige, extrem viele, wirklich extrem viele weiße Schuhe habe. Und mir dann die Frage stellt, Mann, ich brauche heute einen Schuh mit ein bisschen mehr Schwarz drin. Oder der ein bisschen ins Gräuliche geht und auch ein bisschen Silber. Und das habe ich einfach nicht. Und als ich gesehen habe, dass es den zu dem Preis gab, No-Brainer, sofort zugeschlagen. Jetzt
schauen wir uns das Ganze aber auch. Wir sind jetzt im 5-3-0 drin und erstes Mal, was ich jetzt mal wirklich als erstes sagen muss, ist, ich habe das Gefühl, ich habe hier nichts an. Also es ist wirklich unfassbar leicht und wirklich unfassbar bequem und mein Fuß, auch wenn ich gerade so ein bisschen Gelenkschmerzen habe unten am Knöchel, er belastet mich nicht. Er ist wirklich entspannt. Ihr seht schon hier einmal die Zunge weiter nach außen und einmal die Zunge zugemacht. Ich habe ihn jetzt einfach mal two-way geschnürt, dass ihr beide Versionen seht. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal hier einmal in 360 Grad, dass ihr ihn von allen Winkeln, allen Seiten gesehen habt. Ist sicherlich auch schön für euch. Und wenn wir das durch haben, muss ich einfach sagen, es gibt schon einen Grund, warum ich mir den jetzt auch in dem Colorway gekauft habe. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Natürlich muss es zu einem gewissen Style passen. Man muss die Silhouette mögen. Aber ich finde, was man hier bekommt, für so wenig Geld an Style, das ist unfassbar. Und irgendwie haben halt die 530 irgendwie ihren eigenen Vibe, den man auch in Form von Outfits repräsentieren kann. Und ich bin einfach großer Fan davon. Also ich muss sagen, ich liebe den Schuh.